Hallo Leute und herzlich willkommen zu Batman Seniors wieder. Gehst willkommen zurück zur neuen Folge von Stranger Things 3, The Game. Gleiche Stelle. Ich habe mich aufgefrischt, aber ich könnte mir hier nochmal einen nehmen und mal noch einen kaufen. Und dann geht's da rein. Tom! Gott. Könnte natürlich ausgehen. Wer kämpft? Bist du denn? Junge, kämpf doch auch. Mit ihr funkt's nicht. Erwischen lassen. Wollte ich sagen. Das ist hier sicher falsch. Scheiße, das war richtig. Kann ich mit ihr auch machen. Warum gehst du da nicht rein? Was ist das für ein Schatz? Ich werde nie wieder rausfinden. Jawohl, Scheiße. Ist es tot? Nein, es ist abgehauen. Ja, aber sowas von. Oh. Wir haben es geschafft. Sprich mit Steve und ins Kopf.
Dann gehen wir zu Steve. Dustin, wir müssen noch einen Satz enträtseln. Willst du es versuchen? Ich bin dabei. Hör die Sendung auf der Boombox in Skops zu. Gut, es ist Zeit für Helden. Mal sehen, ich lasse die Sendung abspielen. Klingt wie... Ja, vielleicht. Ausgezeichnet, ich denke, ich lerne Russisch, aber Robin sollte es sich vielleicht ansehen. Schau es bitte an. Dritter Satz, bei dem habe ich ein gutes Gefühl. Wenn du schnell springst, bitte lass es jetzt den Experten. Es heißt, wenn du leicht trittst und treten Reifen oder vielleicht Füße. Suche in deinem Starcard nach dem Ort in Bezug auf den Hinweis. Was war der Hinweis? Nee, ich wollte den Hinweis haben. Können wir draußen schauen? Irgendwas mit treten. Was das sein kann. Wenn du leicht trittst, natürlich Kaufmanns Schuhe. Ich sah an der Laderampe auch Kaufmanns Schachteln. Die verstecken dort definitiv etwas. Das muss ich Steve und Robin sagen. Gehen wir da zurück. Linux Corporation, Kaufmanns Schuhe, Imperiale Banda. Alle verschlüsselten Nachrichten handeln von StarCord. Die Russen sind in StarCord. Wow, ich glaube, er hat was gefunden. Das müssen wir schlau anpacken, Robin. Robin und ich prüfen die Laderampe. Wir sprechen später. Tut nichts ohne mich. Würde mir nie einfallen. Endlich sind wir sicher vor diesen Kreaturen noch. Russen, die Stromausfälle, StarCord, das muss zusammenhängen. Gehen wir zurück in meinen Keller. StarCord den Russen gehört, müssen sie dort was Wichtiges versteckt. Steve und Robin behalten schon die StarCord-Laderampe im Auge.
So, kann man es basteln? Nichts kann man basteln. Hopp. Unsere Quest. Das ist wurscht. Gegenüber, wir machen Scoops Truppe mal. Gehen wir zum Starcore zurück. Und laufen wir mal weich. Sollen wir da reinkommen durch eine versiegelte Tür mit werfenden Wachen? Ich kann das mit Ihnen aufnehmen, dann stehle ich die Schlüssel. Hey, zurück zu Scoop mit euch beiden Eis machen. Moment, in Scoops gibt es auch diesen Lüftungsschlitz. Jemand, der klein genug ist, könnte einen Weg durch die Luftschächte finden. Was meinst du, Erika? Oh wow, das wird euch was kosten. Na schön, wie viel? Ich brauche deinen Schlemmer, damit ich den Schlitz am anderen Ende einschlagen kann. Und baut mir etwas, womit ich sehen kann. Und mein letzter Preis, ich will gratis Eis für immer. Im Radar sollte es Blaupausen vom Einkaufszentrum geben. Steve und ich behalten die Laderampe im Auge. Muss ich viel holen. Was holt man als Erster? Geh mal zum Randbezirk. Ich glaube, der Schlemmer ist unter einem Tisch in meinem Zimmer. Wo ist dein Zimmer? Das ist das Zimmer der Eltern wohl, denke ich. Das vielleicht? Nein. Ich habe dich vermisst, Bett. Ja, schön, aber hat mir gesagt, das Schlemmer ist. Ach ja, du wirst mir fehlen. Gut, dann haben wir den. Dann gehen wir wieder. Und zwar hierher. Uga, die müssen nicht so. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Viel schlimmer. Was denn nun schon wieder? Sie nützen unserem Strom zum Überleben. Nicht mehr lange, dann gehen sie uns ans Gehirn. Spucken sie aus. Was wollen sie? Wir müssen schnell reagieren. Kaugummi. Kaugummi? Für ein unvergessliches Auge ist es nur ein Kaumbohnen im Papier. Für den Lebenskünstler ist es perfekt, um eine Abwehrkappe zu basteln, die das Gehirn unauffindbar macht. Hol eine Handvoll Kaugummi aus einem Snackautomaten. Von 5.
Großartig, Pizzalieferung funktioniert genau wie Ivan sagt. Pizzalieferung? Ja, vor einer Stunde Pizza bestellt habe. Ich wartet genau wie Ivan gesagt hat. Wir sind nicht die Pizzaboten. Keine Pizza, aber ich so Hunger. Ich bestelle eine sehr spezielle Moskau-Pizza. Erinnert mich an daheim. Ich sage euch da was. Holt Pizza. Ich gebe euch eine spezielle Belohnung. Abgemacht? Okay, wir bringen eine Pizza. Eine Sardine, oder? Sardine? Wie macht man Pizza? Sieh dir die Zutatenliste an, die ich dir gegeben habe. Wie macht man Pizza? Ja. Erst komm in Ruhe wieder vorbei. Bastle einen Klebeschutz. Ist das das Rathaus? Da muss irgendwo eine Blaupause geben. Ich glaube, ich war hier überrascht. Jo, das weiß ich noch. Da war ein Zwerg. Sorry, was braucht man ein Zwerg? Ich bin ganz wohl falsch. Irgendwo drin sein.
Outer Wild Code. Gut. Oder muss ich erst einen Klebeschutzhelm basteln? Dazu brauche ich eine Werkbank. Ein Klebeschutzhelm kann ich schon machen. Gut, mir fehlt alles und darum machen wir in der nächsten Folge weiter, Leute. Ich muss mich da mal reinfuchsen ein bisschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen dennoch und es geht voran. Bye, bye.